Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 31. Dezember 2018 nach vedischen Astrologie. Bevor ich beginne, möchte ich mein Angebot noch ankündigen, weil das gilt bis 31. Dezember 2018, eine Videoberatung in zwei Teilen. Im ersten Teil ist eine Geburtshoroskop-Analyse, im zweiten Teil ist ein Jahreshoroskop für Jahr 2019, für beide insgesamt für 25 Euro. Dazu benötige ich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort und ihr dürft wählen, wünscht ihr das nach westlichen Astrologie, nach indischen Astrologie oder nach chinesischen Astrologie. Die Buchungen könnt ihr betätigen entweder per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. oder über WhatsApp, meine Nummer befindet sich unten in Infobox. Das zweite ist, ich habe einen neuen Kanal und dieser neue Kanal heißt Fernöstliches Liebesorakel. Es gibt natürlich Legungen, dann I Ching, chinesischen Astrologie und Bambusorakel. Lasst euch überraschen, seid ihr herzlich willkommen in meinem neuen Kanal. Fernöstliches Liebesorakel. Und jetzt zu diesem Bild, das zeigt die 12 Lebensbereiche. Die erste Lebensbereich, die Persönlichkeit, das persönliche Auftreten. Zweiter Lebensbereich, Werte, Wertschätzung, Finanzen. Dritter Lebensbereich sind Schulungen, Informationen, Internetkontakte, Verwandte, Bekannten, kleinere Veränderungen, kleinere Reisen. Die vierte Lebensbereich zeigt unserem Zuhause. Die fünfte Lebensbereich Kinder, eigenen Kindheit. Hier liegt auch die schöpferische Kraft, das Leben zu genießen, die Lebensfreude. Sechster Lebensbereich ist Arbeit und Gesundheit. Siebter Lebensbereich ist Partnerschaft. Achter Lebensbereich ist eine Wandlung, Transformation und ämtlichen Sachen. Neunter Lebensbereich Reise, eine hohe Bildung oder die Suche nach Gott, die Suche nach Sinn des Lebens. Zehnter Lebensbereich liegt die Berufung. Elfter Lebensbereich sind die Wünsche, Hoffnungen und die sozialen Kontakte. Die zwölfte Lebensbereich sind karmische Themen, in die Tiefe zu schauen, die Geheimnisse des Lebens erforschen, alle Geheimnisse auch unserem geheimen Feinden. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont auf, aber steigt immer mehr. Also Schütze hat einen Einfluss auf den ersten Lebensbereich und auch zu dem 12. Lebensbereich. Steinbock steigt immer mehr nach oben und hat einen Einfluss auf den ersten Lebensbereich und auf den 2. Lebensbereich. Wassermann hat einen Einfluss auf den 2. und 3. Lebensbereich. Die Tierkreiszeichen Fischen haben einen Einfluss auf den 3. und 4. Lebensbereich. Tierkreiszeichen Widder hat einen Einfluss auf den 4. und 5. Lebensbereich. Stier hat einen Einfluss auf den 5. und 6. Lebensbereich. Zwillinge haben Einfluss auf den 6. und 7. Lebensbereich. Krebs hat einen Einfluss auf den 7. und 8. Lebensbereich. Löwe hat einen Einfluss auf den 8. und 9. Lebensbereich. Jungfrau hat einen Einfluss auf 9. und 10. Lebensbereich. Waage hat einen Einfluss auf den 11. und 10. Lebensbereich. Und Skorpion
auf die 11. und 12. Lebensbereich. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Hier fließt die Lebensenergie. Natürlich Sonnenaufgang. Die Sonne ist immer hier bei Sonnenaufgang, ganz klar. Bei Sonnenaufgang geht die Sonne hier in Osthorizont nach unten. Also Sonne ist immer in diesem Platz, aber jeder Monat ist in einem anderen Tierkreiszeichen. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Waage. Also hat einen Einfluss auf die Berufung und auf die Freundschaften. Und Mond vermittelt uns etwas. Die heutige Mondenergie vermittelt, dass wir zu uns selbst stehen sollen. Dass um unsere Seele kümmern sollen und wir brauchen Orientierung. Und die Orientierung, besonders wenn es um Berufung geht, ist Richtung Spiritualität. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Hier ist die Kraft und hier können wir unsere Kraft einsetzen. Und das ist unsere Wohnsituation und die Verbindung zu Freunden, Bekannten und Kontakte im Internet. Schulungen sind auch möglich. Kann auch bedeuten, dass wir kraftlos fühlen und sollen wir zurückziehen in unseren vier Wänden, dass die Kraft wieder da ist. Natürlich bedeutet auch Kontakt zu einer männlichen Person und das in vertrauten Umgebung. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion und das bedeutet eine Nachricht von einer älteren Person. Jupiter befindet sich auch hier im Skorpion und sorgt für die Gerechtigkeit, klärenden Gesprächen, die Verbindung eher mit älteren Personen. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Waage, hat auch eine Botschaft und die Venus-Energie vermittelt, alles hinter uns lassen, was im Weg steht. Und die Freundschaften, Bekanntschaften verlaufen angenehm. Es ist sogar Liebe möglich in diesen Kreisen. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Saturn hat auch eine Botschaft. Und zwar sollen wir auf unsere Wünsche achten, weil unerfüllten Wünschen können die Ursache sein zu Erkrankungen. Die beiden Mondknoten, die absteigende Mondknoten Ketu, was alten karmischen Themen hervorruft, kommen Erinnerungen, Eindrücke. Diese Ketu befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Karmischen Themen sind die Persönlichkeit, Wertschätzung und Finanzen. Und Rahu ist der neue Weg, eine karmischen Themen und die Weg ist hier in diesem Bereich und das heißt Transformation und Partnerschaft. Uranus ist rückläufig, diese Rückläufigkeit bremst noch etwas, aber kann auch bedeuten, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit oder alten Themen kommen wieder hoch. Uranus befindet sich im Tierkreiszeichen Widder und hier braucht man Heilung. Und die Thema ist Kinder, eigenen Kindheit, inneren Kind braucht eine Heilung und etwas klären im Wohnsituation. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Das ist die Kreativität, die Inspiration, die Träume. Und der Bereich ist die Finanzen, Internet, Schulungen. Und diese Neptun-Energie wirkt vorteilhaft, wenn wir diese Vision, diese Vorstellung pflegen und daran glauben. Aber Neptun ist nicht zum Greifen. Und gerade wenn es um Finanzen geht, um Verträge geht, das dürfen wir nicht erlauben. Also ein bisschen Vorsicht bei Geldausgabe, bei Verträgen, bei Finanzen. Neptun ist neigt dazu, etwas so benebelt zu zeigen.
sich zu zeigen. Pluto befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze und das zeigt, wir sollen in inneren Kraft bleiben und wir brauchen Zielen und wir brauchen Orientierung. Es sind vier Grundelemente, Feuer, Erde, Luft und Wasser. Heute fehlt die Erde-Element und das brauchen wir als Ausgleich und wir sollen das betonen und so bleiben wir in inneren Harmonie und inneren Gleichgewicht. Die Erde-Element bedeutet Bodenständigkeit, Realität, Beruf, Finanzen und dieses Gefühl zu haben, wir haben ein sicheres Boden unter den Füßen, bedeutet auch die Natur zu genießen. Die Verbindungen, Sonne steht in einer harmonischen Verbindung zum Jupiter und das bedeutet, wir bekommen unsere Rechte, wir bekommen Autorität oder Lob oder Anerkennung oder kümmern wir um die rechtliche Lage und kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung. Merkur und Venus steht in einer schönen Verbindung, das ist eine Liebesnachricht oder eine gute Nachricht von einer weiblichen Person. Sonne und Saturn stehen in Konjunktion, in Tierkreiszeichen Schütze, sie wirken zusammen, das heißt das Selbst auch ernst zu nehmen oder Respekt zeigen, zum Beispiel Vater oder Vorgesetzte gegenüber, aber diesen Respekt verlangen auch von anderen. Das ist gerade auch eine Lernaufgabe. Saturn steht auch zum Jupiter in eine schöne Verbindung, so wie dass wir uns einsetzen für die Gerechtigkeit und es ist möglich, gerade das zu klären. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich wünsche euch guter Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute von Dendera. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Die Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat das überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Dieses Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.